YouTube. Haha, wir gucken heute eine neue Folge Frankfurt Tinder. Oh Junge, das wird ein Spaß. Wir müssen Intro skippen, Intro skippen, Intro skippen. Ladies and Gentlemen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich küsse eure Herzen. Könnt ihr mal wieder leise sein? Dankeschön. Also, wir befinden uns hier wo? Bei den Raucht hier irgendwer Bauchtasche haben wir. Guck mal, wir fangen ganz entspannt an. Ganz entspannt hier mit einem N2 Casala. In Frankfurt. Hier ist mein Hotspot. Sobald ich einen Fuß haben wir irgendwo Gucci? Draufsetze, wo ist Gucci? Zieh ich diese Leute. Wo ist Gucci? Wo ist Gucci? Wo ist Gucci? Wir haben ein Trikot. Links die. Oh mein Gott, ihr habt recht. Der hat eine Adidas Gucci Collab Hose. Sehr gut aufgepasst, Chat. Liebe. Ich weiß nicht warum. Also, ihr wisst, was zu tun ist, wie der Hase läuft. Checken wir einmal unsere Single Ladies ab. Applaus! Guckt sie euch. Wahnsinn. Bingo. Das ist ein G1, mit Herz mache ich das. Aber ohne Scheiß, ich sage euch jetzt einen Hot Take. Ich finde, sie ist mit Abstand die sympathischste Person da. Mein Gott. Boah, es wird ja immer hier hübscher. Jetzt die Jungs. Boah, sag mal. Oh mein Gott. Der Patron. Da ist ja einer. Bruder, es sind immer dieselben asozial, ne? Mensch, mach doch mal. Bruder, leben in Frankfurt nur 5 Typen? Nimm doch mal andere, Bruder. Nimm doch mal Randoms von der Straße. Die nehmen immer wieder dieselben, Mann. Bruder, das ist jetzt die 5. Folge mit denselben. Und die haben immer wieder dieselben unlustigen Sprüche. Einer hübscher wie der andere. Leck mich am Arsch, Junge. Also, ihr wisst Bescheid, Tinder auf meine Art. Ladies first. Hi. Wie geht's? Gut, dir? Stell dich mal einmal vor. Ich bin die Selina, ich komme aus Aschaffenburg und bin 20 Jahre alt. Und sie macht Fans. Ja. Ach, du machst Selina Mellen. Uns gibt's nur im Doppelpack. Meinst du damit? Ja, wir machen zusammen Fans. Wir haben zusammen Content. Meinst du? Aber was heißt zusammen Fans? Heißt das, die machen Scherensex? Die machen Scherensex und laden das auf Fans hoch zum Beispiel, oder was? Sind die überhaupt volljährig? Verfickte Scheiße, Digga, was gucke ich mir ja an? Uns gibt's nur im Doppelpack. Ja, weil wir halt immer zusammen sind und so auch nur jeden Tag draußen sind. So. Ja. Okay, alles klar, ich verstehe. Du weißt ja, warum du heute hier bist. Ja. Ja, was ist denn deine Aufgabe? Ihn abzuchecken. Ihn abzuchecken, genau. Check ihn mal ab, einmal von oben bis unten. So, sag mir, Selina, ist es ein Date, ja oder nein? Also schon, ja. Also er sieht gut aus, aber ist halt nicht mein nett. Typ, weil ich stehe auf Latinos. Nett, bis jetzt sehr, sehr nett. Und, sehr nett. Ja, also seine Jogginghose sieht gut aus. Also generell sein Style sieht gut aus. Und ja, aber wie gesagt, ich stehe nur auf Latinos. Und das ist ihr gutes Recht. Sie sagt ihre Meinung. Sie sagt so, ey, der sieht gut aus, aber er ist nicht mein Typ. Sehr zivilisiert, sehr nett gewordet, sehr respektvoll auf Augenhöhe. Gänsehaut. Gefällt mir. Bis jetzt sehr sympathisch. Habe ich recht, Chat? Oder? Nur auf Latinos? Ja, nur auf Latinos. Nur Latino? Nur Latino. Okay, wie muss dein Latino-Typ aussehen? Boah, keine Ahnung. Locken, braun gebrannt, ja. Okay, gut. Hast du sehr korrekt gemacht, Jack. Wir hören uns mal die Meinung sehr von korrekt. Ihm. Sehr korrekt. Also, komm mit. Und er, aufgrund dieser netten Aussagen, wird er ja jetzt wahrscheinlich auch was Nettes zurücksagen. Vielleicht das ein oder andere Kompliment machen, auf charmante Art und Weise diesen neckischen Korb verarbeiten. Habe ich recht? Stell dich mal vor. Hallo, ich bin Diego. Ich Hallo. Bin aus Aschaffenburg. Okay. Ja. Haben wir da ein Verständnis für dieses Video? Ja, klar. Auch das von deinen Eltern? Ja. Okay, schickst du mir später die Unterschrift. Check sie mal ab von oben bis unten. So, sag mir, ist es ein Date, ja oder nein? Begründe es. Nein. Also zu kurz in meiner Verteidigung zu sagen, ich bin Spanier. Ich glaube, es zählt auch zu Latino. Ist jetzt nett. Ich denke mal, sie ist mit einer der peinlichsten Attraktionen in unserer Stadt. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen bekannter. Und, Mensch, steck ich mir durch Mark und Bein. Ey! Hässlich ist sie nicht. Hässlich ist sie nicht. Er hat gerade wortwörtlich gesagt, sie ist eine der peinlichsten Attraktionen, die diese Stadt zu bieten hat. Bruder, er hat sie Attraktion genannt, als wäre sie ein Kirmeskarussell. What the fuck? Aber, daten würde ich sie nicht. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Wie, ich bin peinlich. Sie ist nicht peinlich. Ich bin peinlich. Was hast du gesagt? Ich bin peinlich. Sie ist nicht peinlich. Ihr beide seid peinlich. Peinlich. Bruder, er hat einfach Anti-Riss. Wie sagt man, er ist ein Ho-Scarer, sagt man doch, ne? Das sagt die Jungen von heute doch, den Ho-Scarer. Hä? Warum? Mit den ganzen Sachen, die ihr in den Videos sagt, Bodycount 777 und bei dir brauche ich gar nicht eigentlich drüber reden. Ich will nicht schießen, ich will nett bleiben. Ihr seid beide hübsche Mädels, aber es ist leider kein Date für dich. Nur weil wir Scheiße lieben, was weiß ich, hast du nicht gegen uns zu schießen und zu sagen, dass wir peinlich sind? Nur weil SCH statt CH wäre noch im Feld gewesen. Fuck Titten, scheiße. Weil sie dich nicht will. Ja. Okay, alles klar, sehr schön. Gut, wie muss deine Traumfrau aussehen? Ich stehe auf Blondine eigentlich. Okay. Gute Wahl. Deswegen habe ich mir auch ein dick-tittiges Exemplar für zu Hause fit gemacht.
Also wäre sie so dein Fall. Ja. Aber du hast gemeint, sie ist peinlich. Ja. Also ich habe ja gesagt, beide hübsche Mädels, aber... Okay. Ja, eher Blondine. Kleiner als ich auf jeden Fall, auch wenn ich selber nicht so groß bin. Okay, aber, trotzdem. Sehr schön gemacht. Ich würde sagen, wir gehen eins weiter. Das 7-7-Mädchen. Hallo. Hallo, ich bin... Was hast du gesagt? Ich sag, blond ist auch mein Typ, deswegen habe ich mir auch eine hübsche Blondine klar gemacht. Was habe ich gesagt? Wieso? Was hast du gesagt? Ich hab was bin ich für ein Exemplar? Eine hübsche, ja fett-tittige Blondine. Ja, aber dein Charakter ist auch aus Gold. Geht ja auch um und der hübsches Gesicht. Innere Werte, ja. Hübsches Gesicht, sehr schlau, sehr gebildet. Bleib so, wie du bist. Kannst du mir Nudelauflauf warm machen? Geil gemacht. Ich bin Fiosch, die zweite Katja. Ich bin 18 Jahre alt, komme aus Aschaffenburg. Kannst du uns noch mal verraten, was 7-7 ist? Mein Bodycount. Okay, Sophia, ich check mal ihn einmal von oben bis unten ab. So, sag mir, Sophie, ist es ein Date, ja oder nein? Ich weiß nicht. Also, erstens, er hat ein Loch in seinen Schuh. Wo hast du die her? Wo hast du die her? Digga, das hatte ich auch. Ich habe mir mal Yeezys gekauft, diese 350er oder wie die heißen. Bruder, ich bin die ein Jahr gelaufen, da war ein Loch drin. Die Dinger kosten 300 Euro oder so. Das war damals, ich habe da damals ein Jahr drauf gespart, weil mein Traum es war. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was ich damals für Träume hatte. Ich wollte unbedingt mal Yeezys haben. Julia hat die zweimal genäht und da waren trotzdem immer Löcher drin. Da habe ich irgendwann weggeschmissen. So eine Scheiße. Zweitens, er hat Yum-Yum-Locken. Hast du Dauerwelle gemacht? Komm mal her. Aber er ist groß, das ist okay. Er macht sich schon bereit. Er macht sich schon bereit. Jetzt knallt's wieder. Weiß nicht. Mir fehlt bis sie. Frag ihn nochmal wegen seiner Haare. Hast du Yum-Yum-Nudeln aufbekommen? Und deine Mutter hat das gemacht. Gut, ja. Das ist dann ein klarer Fall von B1. Der Diss zündet nicht. Ich find's auch geil, dass er die immer so double-timed und denkt, dadurch kommen die Disse gefährlicher rüber. Bruder, seine Delivery von so Sprüchen ist so schlecht. Selbst wenn der Spruch inhaltlich geil wäre, seine Delivery ist so peinlich, dass der nicht zündet. Ja, ja, die guckt auch zu gerade. Hallo Mama! Die scheint sicher stolz zu sein. Okay, also er ist es nicht. Weiß nicht, also selbst mit dem Drehen wird schwierig. Ich glaube, der ist nicht Mann genug und kennt mich nicht. Und das ist eine Aussage, die den jetzt richtig wütend macht. Pass auf. Dein Typ aussehen. Ja. Wie stellst du ihn vor? Latino, schön, braun gebrannt. Auch Latino? Mhm. Von Kennex auf Latino gerutscht. Ziegenbart, dann guten Style. Ja. Ich darf seine Sugar Mami sein, das ist ganz wichtig. Okay. Oh, schön mit dem Onlyfans Money ein bisschen rumschmeißen. Ja, ja, auch mal das Auto voll tanken für ihn. Ja, ja. Und, ja, er muss halt mit mir Tapes drehen. Genau. Okay, alles klar, gut. Guck mal, wenn Julia jetzt zu mir sagen würde, Mike, ich erwarte von dir, dass wir Sextapes drehen. Selbst wenn ich das machen wollen würde, wird das nicht gehen, weil aufgrund meiner Schnellspritzproblematik wird das Ding höchstens ein GIF werden. Habe ich schon immer gesagt. Wir können höchstens Sex-GIFs drehen für WhatsApp, so als Sticker, aber alles andere wird schwierig. Wir hören uns die Meinung mal von drüben an. So, Jiggy, Jiggo, stell dich mal vor. Scheiße, Bernhard, immer noch der Vater von Frankfurt und immer noch 19 Jahre alt. Yo, ich lade meine Ballermann und Ballermann auf alle Mann in deiner Bande, Motherfucker, bänge deine Mama vor der Kamera, der Kanada, der Mann mit der geile Mama ist back, jetzt Kollege der Boss. Okay, jawohl. Wir haben hier einen originalen Talahun. Check sie mal ab von oben bis unten. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Bernhard, sag mir, würdest du sie daten? Ja, nein. Motherfucker, wollen Beef für die Bikini-Bottom-Bängern, aber suche bei der Polizei nach Schutz. Gebe weder Ficke... Polizisten. Ach, scheiße, weiter weiß ich nicht. Ich wollte noch einen SpongeBob Double Time raushauen, aber kein E-Mail, ist zu lange her. Begründe. Oder nein, ich würde sie Städten sind aus wie Butterfinger mit ihren blonden weißen Haaren, Digga. Erstens, das ist egal, mit deiner Fresse, Digga. Mit ihrer Fahrradkette bestimmt von ihrem Vater geklaut, Digga. Kein verdammter Kiefer aus, bist du mir. Nimm den aus dem Mund und rede deutlich. Ich Mundtot hat sie eh gemacht. Mundtot. Schau mal, Augenbrauen einfach mit dem Bleistift einfach so einen Strich gemacht, Digga. Das sind keine Augenbrauen, Bruder. Mach größer, Bruder. Mach's größer, Bruder. Und die eins. Bingo. Schwingen, Bruder. Er hat Bruder gesagt. I1, hoch mit der Wand. Was? Sag doch. Guck mal, sie hat ihn so gekränkt, weil sie gesagt hat, er ist nicht Manns genug. Ich finde das so geil. Und wisst ihr was? Ich sage, wie gesagt, mit Herz sage ich das. Sie spielt ihre Rolle und so, die ist auch Absturz. Aber ich finde, sie ist mit Abstand die sympathischste da. Und ich finde es einfach geil, wie sie legit nichts ernst nimmt und einfach entspannt bleibt. Und damit hardcountert sie jeden von diesen Asozialen. Sie hardcountert jeden. Bruder, warum steht da eine Achtjährige? Sie hat einfach ihre Mutter ist Live-Zuschauer, die macht Public Viewing. Andere Menschen haben, Bruder, schon Wimpern, der Tengel, der kann damit fliegen, Bruder. Geh da hoch, Junge, kannst einfach da fliegen, Junge. Hat deine Schnauze, Digga. Ich hab schon was gesagt. Sag, komm, sag doch irgendwas. Doppelbingo war's. Zahnschalter von Hello Kitty, Alter, du Pakistanerin, Alter. Hello Kitty auf die 1, ja. Das ist ein Finger in den A*** bekommen, du kleine Nee,
ich stehe nicht so auf Anal. Oh, guck mal, er fest an. Guck mal, das ist. Ich verstehe auch nicht, wieso er diesen Typen immer noch einlädt. Weil der ist weder lustig, noch ist der Content. Das ist einfach ein asoziales Stück Hundescheiße. Das ist jemand, der fest die an gegen ihren Willen. Der ist einfach respektlos. Der hat keine Erziehung genossen. Warum wird. Der ist nicht mal lustig. Warum wird er eingeladen, Bruder? Lad doch mal andere Leute ein, die vielleicht auch ein bisschen Mehrwert bieten, die einfach lustig sind. Der ist einfach asozial und dumm wie eine Schale Eigelb. Hallo Kitty, auf die Eins, ja. Das guck mal, was macht er? Warum fässt er die an? Und warum geht er nicht dazwischen? Das raff ich nicht, Bruder. Nee, ich steh nicht so auf Anal. Du vielleicht, vielleicht bist du schwul. Auf was, auf was? Auf was steh ich? Vielleicht stehst du auf Anal. Ich bin so ein bisschen den Fingern steckt. Warum redet er so frech? Wer ist er? Also nein, wer er ist, frag mal, wer er ist. Wer bist du überhaupt? Oder ihre Zähne sind so gelb, das erinnert mich an ein gelbes Auto. Das heißt, gelbes Auto, eine F***, Digga. Einmal schieben, ich auf meine Mutter, aber gerade das kann man hier sehen. Du sagst ein Damenboxer? Alter, du mit deinem kleinen P***, so einen Stift, so einen Strich gemacht, Gas keinen Titten. Du hast größere als ich, ja, ja, ja. Du hast dich schon, letztes Video hast dich blamiert, Bruder. Bei Gott, sei einfach leise, Digga. Bei Gott, du bist gar nicht ernst zu nehmen, Digga. Mit deinem T auf deinen Stirn-Ding-Kette da, meiner Räume, Alter. Sag doch was, sag doch, komm. Ich habe wirklich noch nie jemanden so schlecht jemanden beleidigen hören. Oh ja, wir haben hier was Frauenfeindliches, Bingo. Ich habe noch nie ein menschliches Individuum jemanden so schlecht beleidigen hören. Und das Schlimme ist, dass er, aber das ist bei dummen Menschen so ein Phänomen, richtig saublöde Menschen wissen meistens nicht, wie dumm sie sind. Und das ist das Problem. Das ist ein Problem für alle um sie rum, aber nicht für sie selber. Er denkt halt, diese Jokes sind krass und er denkt halt, das Internet feiert ihn. Aber jeder findet ihn peinlich. Das ist das Problem. Versteht ihr, ja? Sag doch was, sag mir nicht. Komm. Sag doch was. Pack erstmal. Ey, du machst die ganze Zeit Double Time. Wir haben keine Zeit zum Reden, Bruder. Bruder, er denkt, er ist Kollege. Richtig, Junge. Es geht aber hoch. Das fliegt einfach, Bruder. Sag doch, was ich dir sagen, Digga. Er ist nur so mad, weil er gekorbt wurde. Pack erstmal deine Eier aus und dann reden wir weiter. Also, guck mal, ich weiß. Was hast du gesagt? Ich kraul sie ihm auch. Draußen, Leute, 22 Uhr nachts, ich war aus Aschaffenburg. Dann kommt die natürlich, diese Gummi-Alle. Die sagt zu mir, darf ich. Ey, ich kenne dich von Tinder-Videos. Darf ich einmal. War's nicht so? War's nicht so? Du hast, stimmt gar nicht, du hast mir Geld geboten. Ja, Digga, 1 Cent, Digga. Wow, warum? Ist das scheiße, Digga. Du redest so frech, Digga. Warum hast du. Gut, auch dieser Riz-Sound. Du hast mir Geld geboten. Ja, Digga, 1 Cent. Ey, es ist so krass. Jede Folge ist einfach noch beschissener. Ich liebe alles da dran. Vielen wieder für eure Prime. Du bist frech, Digga. Warum hast du so einen Hass gegen Frauen? Oder ich liebe Frauen über alles, Digga, aber guck mal, ich komm. Boah, ja, hat man gemerkt in den letzten 3 Folgen, wie krass du Frauen respektierst und liebst. Komm hier, ich will jemanden. Und für Gleichberechtigung dich auch einsetzt, zum Beispiel. Die Kennenländer sehe ich sowas einfach, Digga. So ein Orang-Utan, Bruder. Ich mache mich anständig, aber trotzdem, man kann immer. Siehst du ihn als Talahun? Schon, also, weiß ich nicht. Was ist das? Bauchtasche, Trikot. Was heißt denn für dich ein Talahun? Ja, so Kenneck-mäßig. Auch seine Haare. Deine Polykugel, deine Zunge da, Alter, was ist das? Das ist zum Beispiel, die falsche Definition. Schade. Aber die Diskussion hatten wir am Anfang des Streams. Junge, ich hab Rollen, Bruder. Ich roll dich mit weg, Junge. Was willst du, Alter? Für dich ist es absolut kein Date. Nein. Wie muss denn deine Frau aussehen? Kleidungsstil kommt aber hin. Bruder, auf jeden Fall. Schreib uns mal deine Frau, die du nicht beleidigst. Stopp. Er hat ihr geschrieben. Du machst auch Oh, er wurde so gefickt. Er ist bei ihr geslidet und sie hat ihn gecockblockt. Was ist das für ein Plot-Twist? Das fühlt sich an wie gute Zeiten, schlechte Zeiten oder alles, was zählt, Bruder. What the fuck? Okay, komm. Boah, ihm wurde so die Männlichkeit geschuldet. Das liebe ich. Ich liebe alles daran. Okay, ein Moment. Caught in 4K. Das? Ich hab nichts zu Selena gesagt. Sie ist ein schönes Mädchen. Ich sag nichts zu ihr auf jeden Fall. Aber ich sag einfach nur ihre Freundin da, Digga. Das ist einfach. Ich hab eine schöne enge. Leute, Selena ist schön. Ich sag nichts zu der. Die kann mir sagen, was sie will. Ich stehe dahinter, dass sie geschrieben hat, dass sie auch schön ist. Habe ich kein Problem damit. Wenn du mich auslacht, ist kein Problem, aber sie ist immer noch ein schönes Mädchen. Vielen Dank für eure Palms. Aber du, Digga, du mit deinem Ding einmal deinem einfach moist geworden, Frauen. Digga, was passiert hier? Was ist das für eine Folge? Was ist das für eine Brille, Digga? Stopp, hallo? Autorennsteller. Kauf mir eine neue. Also sag mal, wie muss deine Frau aussehen? Auf jeden Fall, meine Schreib sie mal. Mindestens 1,80 groß. Die muss schon so 80 Kilo wiegen. Die braucht schon so einen Bizeps, dass sie mich schon so dann drücken kann. Ich meine, Frauen können auch manchmal der Mann der Beziehung sein. Deswegen, es wäre schon geil, wenn die ein bisschen groß wäre, mich auch beschützen kann, auch sich selber beschützen kann. Ich meine, Frauen sind auch stark. Deswegen, Leute, Frauen, kennt euren Wert. Hä? Er redet über Frauenwerte. Oder die. Oder das ist geistkrank, dass er halt seit 3 Folgen einfach abwertend gegenüber Frauen und eigentlich über jeden redet und dann sagt, yo, Frauen kennt euren Wert. Bruder, du hast die down getalkt seit 5 Folgen. Was ist das? Bruder, das ist einfach so ein Controller am Arm. Ich kann drücken, was ich will, Digga. Ich mach mit dir, was ich will, Junge. Siehst du das immer noch wie das letzte Mal, dass du 4 Frauen hast? Nein, Bruder, ich glaube, eine Frau würde schon reichen. Ich glaube, die hat schon 2 Arme, 2 Beine. Ich glaube, eine kann kochen, eine kann putzen, eine kann hier mein Ding Namen erräumen. Deswegen kein Problem, Digga. Ich habe meine Meinung geändert. Eine Frau kann auch wie 4 Frauen sein. Deswegen kein Problem.
Der hat halt eine Mutter, ne? Der hat halt zum Beispiel eine Mutter. Okay, gut. Ja. Wir machen weiter, würde ich sagen. Stell dich mal vor. Hi, ich bin Jemka und ich bin auf der Suche nach einem geilen Talahorn. Echt? Ja. Und du bist da... Hi, ich bin Jemka und ich bin auf der Suche nach einem geilen Talahorn. Echt? Ja. Und du bist dafür extra aus? Berlin gekommen. Meinst du, du findest den hier? Ey, das ist großartig. Ja, ich weiß nicht, also der Typ, der ist ja so, der ist nicht ein Talahorn, der ist ein Remix, Alter. Alle seine Klamotten sind von woanders gekommen. Okay, warte, dann checken wir ihn. Wir checken ihn einmal ab. Afghanische Gurke von oben bis unten. I've been really Scheiße. Würdest du die afghanische Gurke daten? Ja, nein, begründe. Was ist Scheiße? Nein, weil erstmal, seine Gurke ist ein Cornichon. Und zweitens, seine Klamotten, das passt alles gar nicht. Was ist ein Cornichon? Was ist das? Zusammen nicht mal die Kette passt zu dem Armband, Junge. Nicht du. Von wem hast du das geklaut? Hast du Spiegel? Sie ist mein neuer Main-Character. Zu Hause? Eine Mini... Ah, eine Cornichon. Ah, diese lütten kleinen Dillgürkchen. Ja, ja, die sind lecker. Check ich. Ja. Guck dich an. Ich dachte immer, die heißt Conchitas oder so. Erst einmal dein Gesicht. Gefällt dir nicht? Guck du es dir besser an. Was gefällt dir nicht? Bruder, sie hat keine Wassermelone, Bruder. Bist du ein Mann oder bist du ein Mädchen? Sie ist eine Frau. Ich bin dein Daddy. Eine Frau mit dicken Melo. Boah, der ging auch nach hinten los. Weil es leider gar keine Reaktion gab. Oh, Nemka, beschreib mal deinen Typen optisch. Wie muss er aussehen? Ja, 2 Meter größer auf jeden Fall, Digga. Und ohne diesen Pickel. Okay. Ja. Sie ist für mich neuer Main-Character. Sie gibt schön Backenfutter. Geil. Doch, was für ein Landsmann? Der hat Schuhgröße 36, Junge. Was ist mit ihm? Okay, also absolut geht nicht. Nee. Gut. Wir hören uns jetzt mal die Meinung von ihm an. Ja. Bist du bereit? Ja. Stell dich mal vor. Ich heiße Imran. Imran? Die Leute kennen mich, Bruder, afghanische Gurke. Okay, check. Sie bekommen jetzt gleich, warte. Okay, check sie mal ab, von oben bis unten. I've been really trying, baby. Boah, die ist ein bisschen zu sehr in ihrem Film irgendwie, ne? Schön die Louis Vuitton Tasche. Afghanische Gurke, sag mir, würdest du neben Kat daten? Ja, nein. Jemand spuckt, das ist O3 und damit ein Bingo. Hoch mit der Wand. Bruder, gefällt mir nicht. Du hast dich gerade angespuckt. Guck, Bruder, sie sieht aus wie mein Bruder. Du meinst, weil ich so klein bin oder was? Walla, weiß nicht, ich kann, Bruder, ich verstehe, du bist ein Mann. Bruder, ich hab nicht ein Wort verstanden. Holy shit, was ist das? Das hört sich an, als wenn er sich so ein Monster-Leckball von damals aus der Kindheit, wo man dran lecken muss, um zu Kaugummi zu kommen, in den Mund gesteckt hat. Ich hab nicht ein Wort verstanden. Oder bist du ein Mädchen? Weil du dich neben mir wie eine Frau fühlst, bin ich jetzt ein Mann, oder was? Willst du afghanische Gurke mit Salz oder mit Honig? Nee, ich will gar nicht. Käse auf Digga. Ja, mit Käse. Mit Käse. Kein Problem. Mit geil. Honig ist besser, ja. Mit Honig. Man kann den beim F*** an den Haaren ziehen, als bei Digga. Dein Gesicht hat nicht so viel. Was? Guck, Bruder, sie hat keine Hose, Bruder. Wo ist deine Hose? Bei ihnen zu Hause vergessen? Ja. Bei Berat? Nee. Ach so, seid ihr zusammen, oder was? Nein. Ah. Wieso? Ihr seht irgendwie so kuschelig. Guck mal, selbst der Vollassi... So, seid ihr zusammen oder was? Selbst der Vollassi steht hier und schämt sich. Selbst er steht da und schämt sich für afghanische Gurke. Selbst er. Und das lässt tief blicken. Ah. Wieso? Ihr seht irgendwie so kuschelig aus gemeinsam. Was sagst du? Egal, Bruder, was sie hat gesagt, kein Problem, ich gebe dir ein Geschenk. Ja. Ich gebe für sie ein Geschenk, kein Problem. Was für ein Geschenk? Liebe, danke für den Prime. Das sind fucking Kindergartenkinder, Bruder. Ihr seht aus, als wärt ihr gerade frisch geschlüpft. Was macht ihr da? Euer Handy ist größer als euer Kopf. Verfickte Scheiße, Mann. Ich will nichts von dir. Afghanisch gut. Willst du groß oder willst du kleiner Geschenk? Ihr seid doch beide klein. Was los? Ich geb dir ein Geschenk. Brauchst du groß oder kleiner? Aber warum ist diese Gurke so klein? Also ich finde die, wow. Ich finde die ziemlich brachial. Chat, habe ich recht? Also ich finde die Gurke ist, die ist auf jeden Fall above average. Die ist fast überdimensional. Ich weiß ja nicht, was für eine Gurke sie meint, aber die Gurke, die wir da gerade gesehen haben, die ist wirklich immens groß. Willst du groß? Okay, das klein, das groß. Gut, dass du unterstützt. Ich finde die eine groß und die unrealistisch. Boah, das kam mit Herz. Unterstützung. Boah, das kam aus dem Herzen, das Hurensohn.
Oh, 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 der kam aus tiefster Seele. Bei dir rein. Diese Dinger soll bei dir rein, Junge. Bei dir rein. Bei dir rein. Sie hat ihn auf Flasche gesetzt. Zack, I2, Ingo, schöne bei dir Nummer. Rein, groß bei dir rein. Ey, Digga, was ist das für ein Typ, Alter? Komm mit irgendwelchen hierher, Alter. Was ist das für einer? Warum kommst du mit irgendwelchen hierher? Du groß, Gurke. Ja, nee, Mann, groß. Du hast also, sag mir, warum brauchst du... Wo waren diese Dicks heute schon drin? Gefällt dir? Welche gefällt dir? Welche gefällt dir? Hallo? Mach mal in deinen Tees rein. Jeder Mensch steht ganz normal so, gell? Diese kleine steht einfach so wie so eine Äste, gell? Mach deine... Ey, aber warum beleidigst du die ganze Zeit wie ein Opfer? Was ist mit dir? Hat sie berechtigte Frage. Man wird ja wohl noch mal fragen dürfen, wa? Beziehung? Mama, was beleidigst du die Frauen? Er macht sich gerade im Fernsehen lächerlich. Bei mir okay. Das ist mein Job. Fernsehen ist crazy. Die denken, das ist RTL. Aber er macht sich lächerlich. Seine Eltern sehen das. Wir haben ja noch eine, oder? Ja. Okay, komm, wir machen mal weiter. Es gibt ja noch ein Happy End heute. Genau, ich hoffe, es wird ein Happy End. Was ich aber nicht glaube. Ich habe aufgegeben, muss ich ehrlich sagen. Eine Legende. Nadja Offenbach, stell dich mal vor. Ey, was geht ab, Alter? Ich war schon lange nicht mehr hier. Bin seit ich 16 bin hier, jetzt bin ich 20 und jetzt gibt's ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Beef oder so. Kannst du, bevor wir überhaupt anfangen, so eine Line für uns legen? Ah. Was? Nein, sei nicht aufgeregt, bleib locker. Brauchst du dafür ein Beat? Nee. Setz die Maske auf. Nee, warte. Ey. Wie redest du mit mir? Du bist wie Knäckebrot, Digga. Einmal brechen, du bist weg, Digga. Digga, du bist wie Knäckebrot, Digga. Einmal brechen, weg. Was heißt das? Hast du irgendwie gezogen? Warum zappelst du die ganze Zeit, Digga? Keine Eltern, warum zappelst du? Oder der kleine Zappel-Philipp. Er hat den Zug, Alter. Was ist das eigentlich? Hast du euch Haare? Oder? Er ist wirklich so ein kleiner Zappel-Philipp, ne? Ich hab Papier da draufgeklebt, Digga. Was ist das eigentlich? Sind das Haare? Zeig mal, sind das Haare? Sind das Haare? Sind das Haare? Oder was? Du hast hängen auf deinen Lippen und du kannst fliegen, oder du... Ja, hast du heute schon gesagt dreimal. Sei mal leise. Okay, wir wollten allein, komm. Nee, jetzt hab ich... Ein Part, komm. Okay, ihr gebt die Unterstützung, warte. Ja. Yeah. Setz die Maske auf, zieh die Waffe raus, halt den Waffenlauf der Kassenfrau in den Rachenraum. Oh. Okay, das war der geradeste Satz, den ich in so ungefähr 15 Folgen Frankfurt Tinder jemals gehört habe. Oh. Noch ein. Kannst du ihm eins geben? Er ist sprachlos. Egal, wir machen mal weiter, komm. Weißt du, was wir heute machen? Damit, weil es nicht aufgegangen ist, weil einer ausgefallen ist. Du checkst die beiden einmal von oben bis unten ab. I've been really trying, baby. So, sag mir, bei wem ist es ein Date? Also ich sag dir ehrlich, was soll man da abchecken? Was meinst du damit? Der eine kann nicht boxen und der andere, keine Ahnung. Ich will nicht gegen beide, die sind beide hässlich. Okay, aber wie muss denn dein Mann aussehen? Ja, blonde Haare, braune Augen, 1,80 groß. Aber nicht so welche, der so Fußsohlen ableckt, alle. Hören wir uns mal die Meinung von drüben an. Ja. Stellt euch mal vor, beide. Also ich bin's immer, ich bin aus Freiburg, 20 Jahre alt. Ich bin Actup aus Neu-Isenburg. Aber er ist actually cool. Er war doch immer freundlich und nett, oder? Ihr wisst Bescheid. War der das? Oh, ich glaube, er war das, ne? Checkt man hat die offenbar einmal von oben bis unten ab. Oder war das ein anderer? Weil einer war for real immer so nett zu denen. So, Jungs, fangt an, was sagt ihr? Ist es ein Date, ja oder nein? Nein, Bruder, ist kein Date. Warum nicht? Sieht aus wie mein Onkel mit Schminke, Roller. Ich bin ohne Schminke sogar hübscher als deine ganze Familie. Und deine Augenbrauen sehen aus wie Flügel, was redest du? Dann zupf mal deine. Ey, warte mal, sie hat gesagt, ich kann nicht boxen, aber wer hat den Boxkampf gegen mich verloren? Ich schwöre auf die Bibel, ich würde dich nicht daten bei Okay, das geht dann in eine recht blasphemische Richtung hier. Das ist ein wilder Plot-Twist. Das ist ein sehr wilder Plot-Twist, dass da auf einmal in der Folge Frankfurt hinter eine Bibel spawnt, okay. Gott sogar, bei Jesus. Bei Jesus sogar. Ich will. Was soll ich machen, Digga? Erstens, du bist ein Mann. Distanzieren wir uns natürlich von. Wir, Chat, das predige ich immer wieder, wir respektieren hier jede Form von obvious, von Herkunft, Sexualität, Religion, insofern man mit seinem Glauben oder seiner Denkweise niemandem schadet. Ja, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Mann, erstens bist du schwerer, größer, wie ich und außerdem war ich... Boah, mal, Alter, wie siehst du aus? Geh mal weg, Digga. Fühl dich nicht, Digga. Ich war da komplett auf Bader. Was soll ich machen? Pech, Digga. Küss meine Hand. Küss. Du Edi. Die Bibel ist schöner als du. Digga, du litsch...
Was redest du? Aber das verstehe ich voll. Was soll das mit der Bibel da drin, Bro? Junge, du hast gegen mich einen Boxkampf verloren und hast immer noch ein großes Maul. Geh mal nach Hause, Digga. Bibel im Frankfurt-Tinder vor GTA 6. Das ist ja quatschig. Bist du stolz, dass du gegen eine Frau gewonnen hast? Bruder, sie wollte kämpfen. Ich habe gefragt, ob es okay für sie. Ja, ja. Und dann hat sie angefangen zu weinen, Digga. Ja, aber ich war auch brutal auf Bader, Digga. Oder keine Worte zu. Guck mal, wenn selbst der Moderator schockiert ist, weißt du, dass das wieder gekracht hat hier. Ich war auch brutal auf Bader, Digga. Digga, wenn selbst er sprachlos ist, weißt du, es hat wieder gescheppert. Oder keine Worte zu ihr, ich sag dir ehrlich. Also würde ich das daten, meine Mutter wäre enttäuscht von mir. Also geh mal ganz weg, Digga. Was ist schlimmer? Geh Bahnhofsviertel, geh da arbeiten und fuck mich nicht ab, Digga. Hat jemand eine Flasche? Ich bin der auserwählte Chris, ich setz mich nicht auf Flaschen wie du. Yeah. Digga, was geht denn da jetzt ab? Was ist mit ihm denn passiert, Bruder? Hier setzt dich drauf. Kulturschock. Alles Taler, Hund. Talahina, red nicht. Was ist sie? Talahina, Digga. Was ist das? Weibliche Form von Talah, nur noch schlimmer. Warte, stopp. Siehst du das da oben? Das da oben in dich rein. Bist du cool. Wow, Respekt. Keine Worte, Digga. Digga, er ist einfach hier geturnt. Ich dachte, er wäre Face. Ich dachte, er wäre so, der letzte Mal war der richtig nett. Auf einmal kommt er mir an mit Bibel und er ist der Neugeborene. Er macht da irgendwas. Auf einmal, was geht da ab? Oder die schießt nur, weil sie weiß, dass keiner von uns sie daten würde. Wer hat gesagt, dass ich euch daten wollte? Junge, du arbeitest mal weg, Digga. Seit wann arbeitest du? Ich hab dich gestern im Opernhof gesehen, Rotes Haus. Digga, such dir mal eine Arbeit, such dir mal einen Job, dann kannst du dir wenigstens echte Gucci-Sachen leisten. Willst du das Video alles beenden, indem du für uns rappst? Dina Neu ist fake auf Telegram. Mein Gewinnspiel geht immer noch bis zum 31. Was habt ihr für ein Motto fürs Leben? Die große Liebe finden. Drunk love and fuck. Ja. Yeah. Okay, das Yin und Yang, würde ich mal sagen, an der Stelle. Keine Ahnung. Willkommen auf der Street. Seit Abend wie gegen Gangster, weil ich nichts anderes gelernt hab. Fuck the police. Wir fliegen wieder vom Dreckstadt. In Wima und Benza. Fick die Justiz. Dank dem Richter und Wärter. Wir sitzen. Bruder, er hat so einen Kulturschock. Er hat so einen Kulturschock, Bruder. Er denkt, oh, was machen die denn da? Ach, ich guck mir das mal an, was ist das denn hier? Und er kriegt den völligen Kulturschock. Wie beim Kecker. Please, du bist niemals ein von uns. Halt die Fresse oder du bist Und Jungs, wie fandet ihr das? Bruder, geh mal nach Hause, Digga. Bruder, scheiße, sie verscheucht die ganzen Leute hier. Geh schlafen. Rap für Arme, Digga. Er geht on the track, alle weg, kein Respekt, back on the drag. Ich glaube, ich bin verknallt in einen Talahut. Ey, wie immer eine absolut schreckliche Folge. Mülli, ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Spaß beim Schneiden.